Die 27. Runde inzwischen für die Kunstpunkte in Düsseldorf. An den nächsten beiden Wochenenden sind zahlreiche Ateliers geöffnet für den Besuch. Im Süden fangen wir an am kommenden Wochenende und dann geht's in den Norden. Am Freitag davor öffnen auch jeweils die sogenannten Off-Räume. Wir haben dann insgesamt über 200 Standorte, die sich an den Kunstpunkten beteiligen in Düsseldorf. Und ich glaube, das ist ziemlich einzigartig. Bundesweit leben ja über 2000 Künstlerinnen und Künstler und rund 400 beteiligen sich an den Kunstpunkten. Wir sind hier im Atelier am Eck und haben hier Positionen von zwei Künstlerinnen aus der Ukraine, was natürlich vor dem Hintergrund des schrecklichen Kriegs in Europa auch in den Werken ganz sichtbar wird. Man kann Ateliers besuchen, private und öffentliche. Man kann in den Straßen der einzelnen Stadtbezirke stöbern und entdeckt bestimmt auch den einen oder anderen sehr atmosphärischen Hinterhof. Man kann sich selbstständig Routen zusammenstellen und einfach sehr spontan durch die einzelnen Stadtbezirke laufen. Man kann aber auch Touren buchen, bei denen man dann geführt wird und bei denen man, wenn man die Künstlerinnen und Künstler vor Ort nicht direkt selber ansprechen will, auch tatsächlich noch viele Informationen bekommt. Da sollte man sich allerdings etwas beeilen. Wir haben schon sehr viele Buchungen für die geführten Touren. Aber meiner Erfahrung nach ist es auch einfach eine große Freude, eine Art Kulturspaziergang am Wochenende zu machen und dann in den Ateliers selber sich bei den Leuten zu informieren, die die Werke auch tatsächlich hergestellt haben.